Gewohnt bunt und ausgelassen war der Beginn der Pre-Game-Show vor dem Heimspiel gegen Holzgerlingen. Doch der Einlauf der Mannschaft war es nicht. Denn mit Jerzy Prochazka war einer der Gründungsmitglieder des AFC Juniors in der letzten Woche nach schwerer Krankheit verstorben. Der Verein ehrte ihn mit einer Schweigeminute. Der AFC danach heiß auf die Revanche gegen Holzgerlingen, wo man im Hinspiel denkbar knapp und unglücklich unterlegen war. Neu im Team André Washington, hier mit der Nummer 85 unterwegs, ein Spieler, der auffällt. Er hat einen super Teamgeist, er ist ein guter Spieler als Inside Receiver, Outside Receiver, er bringt viele Erfahrungen zu uns, er ist auch ganz schnell und das hilft ganz viel bei Receiver zu spielen. Und ich denke auch von unserem Run-Spiel, er ist auch stark und er weiß, wo where he needs to be able to be to block a defensive play. Das will uns ganz, ganz viel helfen. Eine Hilfe, die angesichts des bisherigen Saisonverlaufs hochwillkommen scheint. 3 Siege, 5 Niederlagen, die Bilanz vor dem Spiel, die Mannschaft in Abstiegsgefahr. Doch der Coach ist weiterhin zuversichtlich. Es ist ganz knapp. Every team, every week, du musst deine beste Leistung liefern, jedes Wochenende. Sonst du willst das Spiel vielleicht dann verloren. Das ist auch nicht gut. Aber wir müssen konzentrieren auf jedes Spiel. Besser zu spielen und jedes Spiel zu gewinnen. Nicht denken auf die Ende der Saison, aber Spiel für Spiel müssen wir das machen. We need to win another 3 games, ne, to go 500 and then we'll be out of this Abstiegsgefahr auf alle Fälle. Eine Aussage, die Mut macht. Doch die Punkte müssen natürlich immer noch auf dem Rasen erzielt werden. Und damit begann die Mannschaft dann früh. Erster Ballbesitz für die Gastgeber und man näherte sich schnell der Goal-Line der Gäste. Quarterback Donnie Marshall mit viel Zeit und keinerlei Mühe, den völlig freistehenden Johannes Rübsamen zu bedienen. Die Abwehr der Holzgerlinger in Gedanken noch in der Kabine. Frankfurt nach dem Zusatzpunkt durch Thomas Zampach schnell mit 7:0 in Führung. Kickoff Frankfurt kurz danach und für Holzgerlingen lief weiterhin alles schief. Den Ball kaum in Händen wird der Returner früh gestellt. Die Folge Fumble und Ballbesitz Frankfurt. Wenige Yards vor der Gästeendzone. Nach 3 Versuchen ohne Raumgewinn verwandelte Thomas Zampach das Field Goal sicher zur 10:0 Führung. Und damit noch nicht genug des Unglücks für die Gäste. Erster Ballbesitz, erstes Play und wieder Fumble und Balleroberung AFC. Das Spiel, es schien früh einer Entscheidung entgegenzugehen, denn auch aus dieser Chance machten die Frankfurter Punkte. Donnie Marshall geht selbst und wieder ist kein Verteidiger zur Stelle. Inklusive Zusatzpunkt markierten die Gastgeber damit bereits das 17:0 Mitte des ersten Viertels. Grund zur Freude und beste Stimmung bei den gut 1400 Fans. Doch Holzgerlingen wachte jetzt auf. Der weite Pass auf Kevin Wilke und der 19-Jährige schnell und entschlossen in die Frankfurter Endzone. Ein erstes Lebenszeichen und der Anschluss zum 7:17 aus Sicht der Gäste. Es war jetzt ein ansehnliches Spiel mit verteilten Chancen und einem wieder einmal glänzend aufgelegten Patrick Schulz, auch wenn ihm dieser fantastische Touchdown-Lauf aberkannt wurde. So war es denn Randy Payne, der diesen Drive zu einem guten Ende brachte. Touchdown und Zusatzpunkt Zampach 24:7 für Universe. Doch wieder konnten die Twisters antworten und wieder war es der junge Kevin Wilke, der den Pass in der Frankfurter Endzone fangen konnte. 14 Punkte jetzt für die Gäste, 24 weiterhin für Frankfurt und damit wechselte man auch zur Halbzeit die Seiten. Danach gab es auf dem Rasen nicht mehr viel zu sehen. Holzgerlingen bemühte sich redlich und konnte den Frankfurtern durch eine gute Defense-Leistung sogar noch 2 Punkte durch einen Safety abtrotzen. Doch den durchaus möglichen Ausgleich kurz vor Ende des Spiels, als die Gäste das Momentum auf ihrer Seite hatten und mit nur 2 Pässen das ganze Spiel überbrückten, verpassten sie gerade so, wie auch Frankfurt diesen Ausgleich in Holzgerlingen verpasst hatte. Die Zeit reichte einfach nicht mehr aus. Dieser sehr wichtige Sieg verschaffte dem AFC weiteren Auftrieb in dem Anliegen, die Abstiegszone der GFL 2 Süd jetzt zügig zu verlassen. In Wiesbaden am kommenden Wochenende hat das Team nun zum 2. Mal in dieser Saison die Möglichkeit, durch einen Sieg das Punktekonto auszugleichen und sich aus dem Tabellenkeller bis auf Weiteres zu verabschieden. Hey, we coming, we coming!